Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Beim letzten Mal haben wir da oben angefangen zu basteln und haben schon die Hälfte davon fertig. Und es gibt ein paar neue Aufträge und wir haben viel zu tun und sowieso und überhaupt. Und hin und her. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, indem wir... Nee. Falsch, machen wir nicht. Was wir machen ist Geld verdienen. Geld verdienen, damit wir weiter bauen können. Aufträge zu vergeben, wer will nochmal, wer hat noch nicht. Wüstenwirbelwinde. Ich würde sagen, wir machen da einfach jetzt weiter. Und diese Sonderaufträge, sag ich mal, die machen wir dann später. Weil jetzt hängt es gerade noch ein bisschen mit der Kohle, wir sind so gut wie pleite, deswegen fangen wir da mal an mit Wüstenwirbelwinde. Okay, ich habe in der Wüste Wirbelwinde heraufbeschworen. Wer trotzdem das Ziel erreicht, kriegt eine Belohnung. Wenn du hoch hinaus willst, drücke B am tiefsten Punkt in einem Wirbelwind. Magie-Ass. Okay. Let's see. Im Super Mario Bros. Try. Und lernen jetzt... Ah ja, diese Dudes. Die kennen wir ja schon aus dem Geisterhaus. Von ganz vom Anfang. Das ist ziemlich cool. Genau, die... Die springen die mit den Flügeln, die anderen nicht. Das ist jetzt aber auch an sich keine neue Erkenntnis. Das auch. Die holen wir uns mal schnell, auch wenn es den Pilz kostet. So, hier geht's bestimmt rein, jawohl. Was gibt's? Oh Gott. Die tun einem nichts, aber ich habe mich halt trotzdem erschreckt. Ich hab mich ein wenig erschreckert, Honey. Meine Herren, du. Ich bin auch so schreckhaft heute Morgen. Also, was heißt morgen? Ich bin halt einfach nur sehr spät aufgestanden. Und jetzt muss ich noch ein paar Aufnahmen nachholen. Was aber überhaupt nicht schlimm ist. Überhaupt nicht schlimm ist. Macht ja Spaß. Macht ja Spaß. Ich bin ja voll am Stiss hier. Wirst du mir wohl den Pilz geben? Und auf jeden Fall gab es schon mal die 10 Bonusmünzen. Also man kann da auch wohl durchrennen, wenn man geschickt ist. Einwandfrei, da gibt es ein verstecktes Leben. Hier will ich schon mal unten reinlunsen. Und erkennen, dass es da nichts gibt, außer ein paar Münzen, die ich mir aber trotzdem hole. Weil ihr wisst ja, die Münzen sind aktuell wichtig. Ja, die zwei sind mir jetzt dann auch egal. Dafür gibt es hier ein paar. Sehr gut. 125 Bonusmünzen. Das ist fast so viel, wie es an Dingsbelohnung gibt, an Levelbelohnung. Das hat sich auf jeden Fall hier gelohnt. Fast genauso viel. Das hat sich echt gelohnt. So, hier wird weiter gebaut. Ein Level noch, dann dürfen wir da ein neues Abteil begutachten. Aufträge zu vergeben. Springen verboten. Eingestuft als 3 von 4 Sterne. Uje, jetzt geht's aber los hier. Junger Freund, das hier ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, ohne je zu springen oder runterzufallen? Kleiner Tipp, halte Y gedrückt, um schneller zu laufen. Aber nur im richtigen Moment. Zirkusdirektor. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Okay. Okay, das ist eine neue Zielbedingung. Das könnte höchst interessant werden. Also wir dürfen nicht hüpfen. Nicht hüpfen. Und wenn wir hüpfen, dann dürfen wir den Boden nie wieder berühren. Okay. Ach du heiliger Binnenmann. Okay, verschwinde. So. Hoch. Runter. Okay. Bis dahin alles noch ganz cool. So. Okay, Röri. Okay, was geht hier? Ähm.
Ah, okay. Ja, kommt mal her. Okay. Ja, die Münzen sind mir jetzt aber egal. So, passiert hier irgendwas? Ah ja! Oh ja. Wir dürfen ein bisschen rumfahren. Ah ja, geil. Das sind so Elemente aus hier diesen... Fuck! Das zählt als runterfallen. Okay. Then again. So, der nächste Versuch. Einfach warten, bis die wieder runterhüpfen, runtergehen. So, und jetzt. So, das war auch schon alles. Das war das ganze Geheimnis. Alles, was wir falsch gemacht haben. So, okay. Let me see. Also, du gibst... Ja gut, das ist mir vollkommen egal. Bra. Oje, oje. Das passt noch. Gut. Ja, die fressen das Leben. Okay. Das ist in Ordnung für mich. So, hier kann ich... Ja gut, da wäre das Leben wahrscheinlich hergekommen. So, Flammenwerfer. So, und drüber. Sehr gut. Okay, du kommst mal her und zündest die Bombe mal an und geh hoch. Geh hoch! Fuck. Schade. Die 30 Münzen hätte ich gern gehabt, aber gut. So ist es nun mal. So ist es nun mal. So, was machst du? Ah ja, okay, verstehe. Hier, drück mal da drauf, bitte. So, und... Nein! Diesmal gehört das Leben uns, jawohl. Nein, ach, okay. Nochmal abwarten. Was soll der Quatsch. So. Und zweiter Versuch an der Bombe. Komm, komm, komm. Komm. Bam, jawohl. So, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt können wir auch irgendwie versuchen, das noch zu schaffen. Okay. So, und lauf, Mario, lauf! Yes! Sehr gut. So, neue Gefilde. Okay, also du musst mich abholen, Bruder. Und dann müssen wir mit dir da hochfliegen. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Nein! So. Oh, ich hatte schon Angst, dass es jetzt nicht zählt, weil ich da ein Stück gefallen bin. Aber geht ja. Geht ja offensichtlich klar. Sehr gut. Und damit dürfte jetzt auch der nächste Bau abgeschlossen sein. Und vielleicht reicht die Kohle ja dann auch schon fürs nächste. Schauen wir einfach mal. Hauptgebäude, erstes Obergeschoss. Jawohl! Jawohl, ja. Und die anderen Dudes stehen jetzt auch schon oben. So lobe ich mir das. Das erste Obergeschoss, Hauptgebäude steht. Jetzt kommt man durch das Tor schon mal nach oben. Wie gut das alles aussieht. Mein eigenes Talent macht mir Angst. Dann weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Ich darf nichts machen. Oha. Im Moment können keine neuen Arbeiten angefangen werden, aber es kann nicht schaden, weitere Aufträge zu erledigen. Oh, du sprichst nur mit den Bauarbeitern, das motiviert sie sicher. Moment mal, alle drei Bauarbeiter liegen auf der faulen Haut? Streik, Morderei, Sabotage. Okay, was ist mit euch? Warum seid ihr so querig? Auf jeden Fall können wir jetzt hier dran. Das gibt ein paar Münzen wenigstens, sehr gut.
Okay, schauen wir mal. Was ist mit euch? Mario, könnte ich dich kurz sprechen? Ja klar, was geht? Aber sag davon ja nichts der Bauleiterin. Steinschlepperei, okay. Ich habe dem Vorarbeiter auch Bescheid gesagt. Bitte lass dir nicht zu viel Zeit damit, alles klar? Und du? Hör mal zu, Mario. Die Bauleiterin hat mir Lakitus Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Pff, aber ich sollte wohl nicht so laut sprechen, bevor sie noch etwas mitbekommt. Flüstere ich es dir besser ins Ohr. Himmlische Arbeiten, okay. Also muss ich denen jetzt auch noch Aufträge machen, dass die weiterarbeiten können und wollen. Was willst du noch? Um von hier zum Ostflügel zu gelangen, bräuchten wir einen Ausrufezeichen-Block. Aber kannst du vor der Bauleiterin ein Geheimnis bewahren? Ja, klar. Dann hör mal zu. Der verlorene Toad. Okay. Ich habe auch den Vorarbeiter informiert, also findest du meinen Auftrag auch in seiner Liste. Ich würde sagen, wir fangen da links noch an. Das sollte noch gehen. Gucken wir uns mal an. Wegen des Auftrags behelligen. Ja, zeig mal her. Also, Lakitus Wolke. Ohne Lakitus Wolke komme ich nicht zum Westflügel, aber die Bauleiterin will das einfach nicht einsehen. Könntest du mir nicht eine neue besorgen? Ich verspreche auch, ich bin ganz vorsichtig damit. Erreiche das Ziel auf Lakitus Wolke. Okidoki. Let's see what we have here. Erreiche das Ziel auf Lakitus Wolke. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich ein bisschen fliegen. Oh ja. Oh Gott. Die Zeit. Die gute Zeit. Ach du Scheiße. Okay. 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 Nein. So. Links, hoch. Rechts, rechts, runter, links. Können das auch ganz gediegen machen einfach. Weil die paar Münzen ist dann auch egal. Also ist halt wirklich egal. So, auf jeden Fall darf der jetzt weiterarbeiten. Das ist doch schon mal was. So, 10 Münzen immerhin. Immerhin, besser als nichts, ne? So, und hier ist jetzt Lakitus Wolke. Und er ist jetzt da links am Start. Sehr gut. Und wir können da jetzt auch rüber, ne? Ja. Können da jetzt auch rüberfahren. So, danke für die neue Wolke, Mario. Und glaub mir, da kann gar nichts passieren. Wenn ich irgendwann mal Bauleiter werde, dann kriegt jeder so eine Wolke. Und einen Superhammer und einen Brenner und. Sag bitte nichts davon der Bauleiterin. Ich werde weiter hier auf dem Westflügel arbeiten. Aber erst, wenn die Bauleiterin den Startschuss gibt. Ordnung muss sein. Okay, dann. So, und du? Wo soll's weitergehen? 1100. Okay, die haben wir leider nicht. Dann müssen wir das wohl oder übel aufs nächste Mal verschieben. Aber da sehe ich auch kein großes Problem drin. Ich war auf jeden Fall euer Mossi. Und auf Wiederkuscheln. Bis zum nächsten Mal. Ciao!